Wir sind jetzt weit über Marketzöcham am Aussiedlerhof. Stadtbereich ist nochmal 200 Meter entfernt. Matthias hat noch eine halbe Stunde zum Start und macht sich langsam fertig. Scheint heute sehr kurz zu laufen, es hat ca. 9 Grad, aber ist leicht windig. Und fit? Geht vorne rund, wäre ich an die am liebsten nicht angedreht. Okay. Aber jetzt schauen wir mal. Wird schon noch kommen. Die Strecke ist sehr profiliert, extrem profiliert. Na, wir werden schauen, was auf uns zukommt. Hier jetzt der Start- und Zielbereich. Ist in der Senke drin. Das heißt, beim Start hat man einen ganz schönen Anstieg zu bewältigen. Und da ist das Wettkampfbüro. Kann er natürlich mit dem Siegbert sein Bauwagen nicht mithalten. Das ist jetzt hier der Stadtbereich. Da geht es dann hier hoch. Darum. Und da geht es dann relativ steil hoch weiter die Strecke. Der Start ist soeben da unten in dem Loch erfolgt. Führungsfahrrad kommt schon langsam. Es wird aber eine Weile dauern, bis das Feld erhoben ist. Den ersten Anstieg gleich hoch. Matthias liegt an dritter Stelle. 10- oder 11-Jähriger läuft vorne weg. Haben sich schon mehrere Gruppen gebildet. Das Fahrrad zieht eindeutig zu weit davon. Viel zu großer Vorsprung. Die Walker kommt hinten her noch. Ja. So. Junior hat sich ein bisschen abgesetzt. Der macht das Stück vor dem Feld her. Fahrradfahrer hat die Höhe schon erreicht. Ist auch recht fertig von dem bisschen. So, jetzt kommen sie alle. Klasse, super! Auf Matthias, weiter so! Super, klasse! Klasse! Super. Stadt Nummer 1 macht auch gerade vorbei. Da geht es da hinten in den Wald rein, in eine halbe Großstrecke. Ihr lauft aber warm, oder? Was laufen wir aus? Was sind wir? Ihr lauft warm, oder? Ihr lauft jetzt nicht damit, oder? Ernsthaft. Es sind noch die Walker. Die sind gleichzeitig mit den 6 Kilometer Läufern gestartet. Immer lächeln. Wird ja ein Film und kein Foto. Ja. Gibt schon harte Positionskämpfe. Presse? Mehr oder weniger. Kommt ins Internet. Klasse. Da kommen jetzt noch die letzten hoch. Und auch für die geht es dann hinten rein in den Wald. Los,
So, das Fahrrad kommt. Was, der Klee gewinnt? Klasse. Ja, ich hoffe es. Super. Ich bin der Erste, gell? Ja. Klasse. Saustark. Super. So, der Nächste kommt auch gleich hinterher. Hat sich mittlerweile der Jacke entledigt. Klasse, Schlussspurt nochmal, auf! Da geht noch was nach vorne! Und Alexander? Kommt die Nächste, müsste Silke Fallach sein. Super, Silke. Klasse, Silke. Klasse. Weiße mit auf die Kriege, irgendwas. Das kommt auch noch. Das guck ich doch. Wo ist denn der Matthias? Okay, ich mach mal aus. Matthias kommt. Hopp, Matthias, halt Kirche auf! Ah, Matthias ist nicht bereit, in Schlusssport einzugehen. Super, klasse. Auf, Matthias! Klasse, Matthias. Super. Ja, ja. Hallo. Hallo. Interessierte Zuschauer, Laufprominenz am Wegesrand. So, jetzt kommt der nächste Schlusssport. Auf, Sport! Kommen die Nächsten. Als Weiter laufen, nicht stehen bleiben. Ja, ja. 20 Minuten geht es dann für uns los. Der Matthias ist noch im Smalltalk mit seinem Duellanten. Wobei man muss auch eigentlich nur so 4000 Meter aufwärts und dann so innerhalb nur aufwärts. Also, ja. Oh, da kommt wieder einer, ich muss filmen. Da kommt der Nächste ins Ziel. Und oben kommen dann die Nächsten. Nach und nach. Da ist Zielsport. So, nach und nach kommen die letzten Läufer ins Ziel. Die Fußballer sind sehr, sehr langsam, die sind immer noch nicht da. Ja, die haben alle, die stecken mitten im Training, haben gestern ein Spiel gehabt, weißt du? Also, ich habe gedacht, die laufen sich warm, wie ich das gesehen habe oben. Die können nicht mehr richtig. Klasse. Ah, okay. Mario, auf! Also was soll denn das, Mario? Grüß dich, Mario. Hallo, grüß dich. Ja, servus. Ich hab gedacht, du läufst mal die 12 Meter, so mal gehe ich dir laufen kann. Ja, ja. Wir reichen die 6. Mario Mercury. Boah. Mario? Ja.